Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann fast nahtlos an meinem Vorredner anknüpfen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Hochzeit von Prinz William am 29. April denken? Fallen dem einen vielleicht schöne Bilder ein, demjenigen, der Gebühren zahlt, eine Übertragung im Doppelpack durch ARD und ZDF, im Übrigen zusätzlich zu 4 Privatsendern, die genau dasselbe Ereignis übertragen haben. Und worin besteht der journalistische Mehrwert in einer Doppelübertragung zwischen ARD und ZDF? Das kann man getrost hinterfragen. Wer hat dafür gezahlt? Natürlich der Gebührenzahler. Einige von Ihnen kennen vielleicht das Märchen Aschenputtel, vielleicht auch die meisten. Eine Verfilmung des Märchens war am Heiligabend im ZDF zu sehen, bezahlt vom Gebührenzahler. Aber das reicht ja nicht. Deshalb produzierte der WDR im Mai dann nochmal eine eigene Fassung, 1 Million Euro, bezahlt von, na, raten Sie, dem Gebührenzahler. Ja, und wenn dann die dritte Länderanstalt der Meinung ist, noch eine dritte Verfilmung zu machen, bezahlt es wieder der Gebührenzahler, meine Damen und Herren. Und genau das ist der Grund, warum wir uns diese Redundanzen und Doppelausgaben anschauen müssen. Auf die Champions League, den Einkauf der Übertragungsrechte durch das ZDF, hat mein Kollege Clemen bereits hingewiesen. Aber auch wenn man sich die letzten Großsportereignisse anguckt, muss man wirklich mal fragen, ist es immer notwendig, dass ARD und ZDF gemeinsam dorthin müssen und berichten? Kann man sich denn nicht mal absprechen? Das war in Südafrika so, das war zur Winterolympiade so. Zwar nutzt man ein Stück weit gemeinsam die Technik, aber trotzdem sind es immer zwei Teams. Es ist zweimal Personal, was vor Ort ist und was die entsprechenden Kosten verursacht. Es gibt keinen Mehrwert für die Zuschauer, meine Damen und Herren. Ich will klar sagen, dass es uns nicht darum geht, den Stab über einzelne Programminhalte zu brechen. Das steht uns auch als Politik gar nicht zu. Aber es geht darum, bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten und bei denen, die den Rahmen für das öffentliche Rundfunksystem definieren, mehr Kostenbewusstsein und mehr Augenmaß einzufordern. Wenn wir den Blick auf einige Strukturen werfen, ARD und ZDF betreiben ihre Hauptkanäle, hinzu kommen 6 Digitalkanäle, kostet um die 220 Millionen Euro in der aktuellen Gebührenperiode. Der Wiederholungsanteil von Sendungen in diesen Digitalkanälen liegt um die 60%. Und da finde ich es schon sehr bemerkenswert, dass zum Teil eher anspruchsvolle Sendungen aus dem Hauptprogramm auf die Spartenkanäle verschoben werden, während man dann den Platz dafür hat, in ARD und ZDF die Wiederholungen von Rote Rosen oder Traumschiff laufen zu lassen. Das ist ja eine sehr eigenartige Arbeitsteilung. Und wir können auch andere Fragen aufwerfen. Brauchen denn Rundfunkanstalten eigentlich ein eigenes Printmagazin? Der SWR hat seines eingestellt, Ersparnis 600.000 Euro pro Gebührenperiode. Wir können uns die Frage stellen, ob wir 15 ARD-Rundfunkorchester in Deutschland brauchen. Wir können uns die Frage stellen, ob öffentlich-rechtliche Rundfunksender Musikfestivals veranstalten sollten. Erinnert sei an den MDR, das Jump Ferro Festival in Ferropolis bei Halle. Auf dem gleichen Areal gibt es aber mit Melt und Splash bereits 2 kommerzielle Großveranstaltungen. Sie sehen, es gibt Möglichkeiten zu sparen, ohne dass die Programmqualität leidet. Und, um es klar zu sagen, wir als FDP-Fraktion stehen für ein starkes, duales Rundfunksystem, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk klar seinen Platz hat. Im Übrigen auch, und da brauchen Sie gar nicht lachen, im Übrigen auch absolute Stärken hat. Was zum Beispiel internationale Berichterstattung betrifft, was Informationen zu Bereichen betrifft, die Private nie machen. Ich erinnere nur an das sorbische Magazin, was der MDR veranstaltet. Das ist klassische Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, auch solche Themen zu bedienen, die im privaten Bereich nicht stattfinden. Ich will aber dazu sagen, dass was heute entstanden ist, im Umfang, hätten sich die Verfassungsväter wahrscheinlich nie vorstellen können. Und es ist eben dieses selbst verursachte und vorangetriebene Wachstum des Rundfunksystems, das die Kosten und Gebühren immer weiter nach oben treibt. Und auch wenn wir nicht in das Programm eingreifen wollen und auch nicht können, aber wir können in die Strukturen eingreifen und wir können sie begrenzen. Und genau diese Absicht wollen wir mit unserem Antrag unterstreichen.
Wir wollen die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Beitragsstabilität der Ministerpräsidenten unter sächsischer Federführung unterstützen, weil wir ein Interesse daran haben, dass die Gesamtakzeptanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten bleibt. Und dass man auch strukturell sparen kann, beweist ja beispielsweise der Mitteldeutsche Rundfunk als Dreiländeranstalt, wenn man da diverse Kostenstrukturen auch im Verwaltungsbereich mit anderen Rundfunkanstalten vergleicht, dann hat man hier gezeigt, dass man durchaus effizienter arbeiten kann, ohne dass der Ausstoß darunter leidet und die Qualität. Wir müssen aufpassen, dass die Akzeptanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht einmal generell infrage gestellt wird. Und deshalb und nur deshalb hinterfragen wir die Verwendung der Gebührengelder im Sinne der Bürger ganz kritisch. Stärke, meine Damen und Herren, entsteht durch Qualität und nicht durch Quote. Und die öffentlich-rechtlichen Sender tun gut daran, sich auf ihren Grundversorgungsauftrag zu definieren, sich auf das zu konzentrieren, was sie stark macht und was sie einzigartig macht. Und genau diese Konzentration auf den Grundversorgungsauftrag ist die Chance, über die Straffung der Strukturen und über den Verzicht auf unnötige Ausgaben nachzudenken. Vielen Dank.